ist das? Jemand Lebendiges? Ein Gast. Du bist einen weiten Weg gekommen. Kann nicht schaden, noch etwas näher zu treten. War gar nicht so weit. Eigentlich nur die Straße runter. Du hast offenbar Erfahrung im Weltenhüpfen. Weit über Prachthof hinaus. Und hier bist du nun, im Land der Fantasie. Also, was sollte jemand wie ich wohl sagen? Ah, deine Aura ist strahlend, umwerfend. Aber ehrlich gesagt, ich sehe eine fette Wolke über dir. Die mache ich kalt. Wo ist sie? Es ist Zweifel. Eine Wolke des Zweifels. Du bezweifelst meine Fähigkeit, dein Schicksal zu deuten, wie du es solltest. Wer das Schicksal bestimmt, ist seinen Launen nicht ausgesetzt. Nun, die Vorhersehung, die ich für dich habe, wird dir gefallen. Ich sehe eine tolle künftige Partnerschaft, wenn du dieses Schicksal wählst. Partnerschaft, wie? Was für eine? Deinem Glück sind einzig durch deine Vorstellungskraft Grenzen gesetzt. Oder durch deinen Magen, weil du die Träume verlorener Seelen tötest, was sich aber fabulös auszahlt. Du brauchst nur in den Spiegel zu sehen und das, was du dort siehst, zu bejahen. Dein freier Wille hat dich so weit gebracht. Geh ruhig noch ein bisschen weiter. Seele mag ja ganz nett sein. Ich meinte aber deine gesammelten, verlorenen Seelen. Opfere sie meinem Schicksalsrat und schau, womit es dich abspeist. Ich meine, was es für dich bereithält. Das Rad griff in einen Traum und plünderte eine Leiche für dich. Oh, wie süß. Lässt sich sicher gut verkaufen. Das war jemandes Traum und du willst ihn verhökern? Ich dachte, du wärst ein Krieger, kein Schreiberling. Schickes Plätzchen für Fans von Grillsteak und Schwefel. Ein Ausflug dorthin wird deinem Leben Würze geben. Dich erwarten Hexen, Gebräu und Abenteuer. Thank you.
Königin sagt, das Seelenschwert wird hier gelagert, falls sich die bösen Seelen aus ihren Gräbern erheben und für immer absorbiert werden müssen. Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Hä, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe. Hey, ihr kleinen Schnuckelchen! Hey. Du hast es auf das Seelenschwert abgesehen, oder? Und mich haben sie hier drin deponiert, weil ich zu besitzergreifend war. Dass ich nicht lache. Ich hole mir das Seelenschwert vor dir. Und dann macht der Dragonlord mich zu seiner rechten Hand. Hey, die will uns doch nur hinhalten. Schieß ins Gesicht, immer wieder. Der Dragonlord... Genauso sollten Gespräche öfter enden. Das funktioniert bei mir nicht, Trottel. Ich sagte doch, ich bin besitzergreifend. Der Körper war kacke. Ich hol mir einen besseren. Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch, aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten all ihrer Kampagnen stempeln. Warte, da war mal dieser andere Kerl. Ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er. Wirklich. Ein wenig für mich. Ziemlich viel für dich. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Zauber sind geladen. Ich hab mich schon gefragt, wann mehr von euch auftaucht. Sie
verdirbt das Beste am Töten von Dingen. Nämlich, dass sie tot bleiben und die Fresse halten. Im Inneren des Mausoleums springt euch eine Kiste ins Auge. Ein Dunkelmagie-Zauber! Dunkelmagie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es moralische Grauzone. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen an einem gemütlichen, ruhigen Ort wie deinem Grab. Höllenfeuer! Ein Festmahl für die Würmer! Jetzt wird weitergezaubert. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Kleiner Vorgeschmack auf Grab! Bereit zum Zaubern! Hm.
Wenn du Ärger suchst, den kannst du haben. Nicht der Rede wert. Hier fleucht doch wer rum. Hey, wer ist da? Die eigene Stimme hallt in den grausigen Ruinen wieder, aber es kommt keine Antwort. Wir stecken da gemeinsam drin. Der Imitator wirkt bei seinem Ableben den glibbrigen Folianten des Schicksals hoch. Ihr müsst ihn laut am Altar draußen vorlesen. Mein Albtraum. Lesen? Laut lesen. Auf den Altar und verkündet das Gelübde der Schicksalsbringer. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Das gefällt mir. Das Schicksal eint uns. Kommt auf mein Wunschmandala. Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein, Leute, das ist bloß Fantasiekram. Aber ich schätze, das Schicksal hat uns vereint, damit wir gemeinsam spielen. Oder so. Oh, Schnuckelchen, du hast ausgeholt. Das wird dir nur nichts nützen. Ich habe ihn gerettet, aber eigentlich hat er mich gerettet. Dieser Gutmensch ist so gut wie tot. Du hast nicht um dein Leben gefleht. Wenigstens etwas. Der modrige Grabhügel ist voller Fäulnis und ekligem toten Zeug. Übelriechender Gestank erfüllt die Luft. Und es ist einfach nur. Kotzgleich. Oh, quasi wie in Valentines Privatquartier. Stinkhausen. Da braucht man einmal selbstgemachten Ketchup rein. Sturmkrallen! Ist der tot? Klasse, komm her, ich gebe dir 5. Erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Du bist lustig. Zu schade, dass du und deine blöde Königin sterben werden, sobald der Dragon Lord das Schwert hat. Ein brenzliger Kampf. Der mächtige Mike macht Dampf. Ich bin ein Paladin, nicht ein verdammter Healer. Ich hoffe, mit der echten Besitzer meldet sich nicht. Ich hoffe, mit der echten Besitzer meldet sich nicht. So gut wie eingeschmolzen. Nicht schlecht. Hier sind ein paar Kröten. Wirf es auf den Haufen. Hättest du das nicht am Verlies lassen können? Entschuldige mich kurz, während ich mir was tödliches überziehe.
Du kriegst das Seelenschwert nie, Schnuckelchen! Dieses Mal töte sie so hart, dass sie nicht wieder aufsteht. Daran könnte ich mich gewöhnen. Du hättest das besser durchdenken sollen. Polizist, kriegt man diese Zombicke denn gar nicht tot? Her mit dem Schwert! Du kannst ja nicht mal richtig damit umgehen. Es muss mit Seelenenergie aufgeladen werden. Und die gibt es nur von deiner geliebten Königin oder den Seelen von Lebenden. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Her mit dem Schwert! Was? Nein! Nicht so! Nein! Nein, 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 nein! Das Seelenschwert scheppert auf dem Boden. In etwa so. Schepper, 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 schepper. Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Brachruf bringen. Ein Stadtportal öffnet sich. Sie sagt, dass ihr das Schwert zum Brunnen auf dem Zottelplatz bringen müsst. Lieber doppelt gezottelt als... Ach, egal. Als ihr das Schwert im Brunnen platziert, strömt ein Wirbel aus Seelenenergie hinaus in die Stadt. Alle Brände sind gelöscht. Die Häuser können wieder aufgebaut werden. Die Menge jubelt euch zu. Wir lieben dich, Schicksalsbringer, ja. Danke. Ich liebe mich auch. Gaul heißt euch, dorthin zu sehen. Sie hat etwas Besonderes für euch. Oh, wirklich ergreifend, wie ich so reglos an Ort und Stelle stehe. Hervorragende Leistung, Schicksalsbringer. Die Stadt ist wieder sicher, florierend und frei von Skeletten. Da die Belagerung nun beendet ist, möchtest du dich sicher mit unseren Annehmlichkeiten vertraut machen. Such zuerst die Schmiede auf. Wer ist da? Ich sehe nichts. Meine Augen sind voller Ruß. Die Leute sagen, ich sei ein Held.
Izzy schickt mich. Oh, der Held von Prachtung. Ich habe noch nie einen Schicksalsbringer getroffen. Ach nee, du brauchst eine bessere Ausrüstung. Also meine Waffen und Rüstungen sind per Exklusivvertrag mit der Krone für die Automaten bestimmt. Bin stolzer Bestandteil des vorindustriellen Militärapparats. Aber ich kann dir Erweiterungen für deine Tragekapazität verkaufen. Mehr Kugeln, mehr Beute, mehr Spaß. Hier, ein kostenloses Warenmuster geht aufs Haus. Hier in Prachtruf umsiehst, solltest du unbedingt mit der reizenden Betreiberin der Limo-Taverne sprechen. Sie heißt Izzy. Niemand zapft wie sie. Limo. Viel Spaß bei deinen Eskapaden. Die Schlankwirtin winkt euch herbei. Auf eine Weise, wie es nur Schlankwirte tun. Hereinspaziert. Willkommen bei Izzys Spritzer, wo alle Flüssigkeiten ausschließlich aus Limo bestehen. Bist du der neue Schicksalsbringer und hast die Skelette vertrieben? Keine Ahnung, ob ich eine Legende bin, aber ich habe ein paar Knochen zerbrochen. Na dann, danke für nichts. Die halbe Stadt hat sich hier verschanzt und Charlie Temples gesoffen, als ob die Welt zu Ende geht. Ich mach nur Spaß, Schicksalsbringer. Du hast uns einen Riesengefallen getan. Also, zum Dank dafür, dass du unsere Stadt gerettet hast, steht dir das Angebot der Limo-Taverne zur Verfügung. Mein Vater sagte immer, steig ins Limonadengeschäft ein. Wenn die Zeiten gut sind, wollen die Leute Limonade trinken. Und wenn sie schlecht sind, trinken sie doppelt so viel. Limonade. Meine Limos werden deine Probleme nicht lösen. Hier ist ein magischer Schnellwechselkiosk, falls du mal irgendwas Wesentliches an dir verändern willst. Seltsamerweise kostenlos. Lang. Und hier unsere verlorene Beutemaschine. Sehr beliebt. Wenn deine Feinde schickes Zeug verlieren und du es übersiehst, erscheint es hier. Und schließlich gibt es in der Welt da draußen viele Bürger, die deine Hilfe gebrauchen könnten. Ein paar davon hängen hier in der Limo-Taverne ab. Andere hängen in der Stadt Poster auf. War voll heute. Und ich stand ganz allein an der alkoholfreien Getränketheke. Oh, hör mich an. Plappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Hab einen spritzigen Tag. Schicksalsbringer, ich habe eine Überraschung für dich. Die Königin ist so beeindruckt von dir, dass du die Ritterwürde erhältst. Glückwunsch! Komm zum Zottelplatz. Nun dann, wir haben Valentines albernen Questkram erledigt. Lasst uns jetzt die Gegend plündern. Ich will Beute machen. Was? Helden plündern nicht. Wir haben die Quest so gut wie beendet. Ich will wissen, was passiert. Natürlich willst du das. Hallo, armes Wesen. Ich habe ein Koboldproblem. Mach dich auf zu meinem Bauernhof, wenn du Gewalt und Geld suchst. Komm zu mir in den Kräutergarten. Rasch!
Grundstück ist verseucht. Ich bin reich. Du bist verzweifelt. Töte sie, dann bezahle ich dich. Direkt zum Punkt. Ich mag dich. Befreie einfach das Feld, dann werfe ich dir etwas Geld an den Kopf. Kobolde. Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Koboldzähne, die müssen etwas wert sein. Warum hast du die? Keine Ahnung. Hatte einfach Lust, sie mitzunehmen. Was? Igitt? Was? Ich meine, soll ich sie für dich wegschmeißen? Hier ist etwas Geld. Muss wohl so sein. Komm nie wieder hierher. Du bist mir zu schräg. Nein! Sie sind tot! Meine Pläne sind ruiniert! Die Kobolde sind tot! Meine Güte, was hast du getan? Du hast meine Kobolde getötet! Deine Kobolde? Erklär mir das, Bäuerin. Ich habe diese Kobolde absichtlich angelockt. Du musst wissen, ich bin in die Alchemistin verliebt. Mein Plan war es, die Kobolde zu besiegen und ihren Kräutergarten zu retten. Wie soll ich sie jetzt für mich gewinnen? Töte ein Schwein und reibe dich mit seinem Saft ein. Nicht hilfreich. Hör zu, gib mir einfach diese Blumen, in Ordnung? Danke. Mit etwas Glück erklingen bei Sonnenuntergang die Hochzeitsglocken. Du schon wieder? Was willst du? Ich habe ein Geschenk für dich. Ach ja? Gib schon her. Ich will es. Blumen? Von wem? Von der Bäuerin. Sie mag dich. Als ob ich mich mit diesem armen Ding sehen lassen könnte. Vielleicht wenn Schweine fliegen lernen oder Wasser bergauf fließt oder ein gepunkteter, gedichtelesender Kobold mir ein Liebesgedicht vorträgt. Guten Tag. Habe ich das richtig gehört? Ein gepunkteter, dichtender Kobold? Ich schätze, das kriege ich hin. Zuerst müssen wir noch einen Kobold anlocken. Such mir den dreckigsten Lendenschutz, den du riechen kannst. Ich denke, du verstehst ihn nicht richtig. Meinst du? Keine Ahnung. Gibt nur einen Weg, um sicher zu sein, was? Shh.
eines Tages will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sage ich! Rebellion! Wer macht mit? Klasse, komm her und ich gebe dir 5. Bin der lebendige tote Horror! Der Horror! Was haben wir denn hier? Genügt völlig. Wenn du abgehauen wärst, würdest du vielleicht noch leben. Schutz aus, den du finden kannst. Der Kobold muss der Beste aus dem Wurf sein. Weitergezaubert. Ich kann ihn praktisch von hier aus riechen. Bring ihn her. Alle vor mir weg. Ah, perfekt verschmutzt. Das ist der Dünger, aus dem Romantik erblühen wird.
nur einen Moment. Erledigt. Und jetzt locken wir einen Kobold an. Lass den Moschusduft frei! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Was für ein Exemplar! Glornisch! Eine Koboldin. Hübscher Name, Glornisch. Und jetzt die Punkte. Im alten Labor gibt es ein paar Farbstoffe. Ah ja, nur so als Warnung. Das alte Labor ist bis unters Dach gefüllt mit Fallen. Vielleicht solltest du vorsichtig sein. Was mache ich eigentlich hier? Ich habe etwas so köstlich Fauliges gerochen. Aber hier gibt es keine sexy Kuchen. Hier im Namen der Liebe. Auch gut. Wer bin ich denn, mich der wahren Liebe in den Weg zu stellen? Dann bleib ich mal hier. Schlecht gekämpft, aber gut gestaut. Das war's mit den armen Jungen. Zauberslots sind bereit. Erinnerungsschusser, mein ich. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin, glaub ich. Die Stadtbewohner haben ein Lied über mich gedichtet. Hier kommt die kleine Dämonenbrut, fällt die Schule mit nur einem Pups. Nur weil es stimmt, tut es nicht weniger weh. Ich bin auch ein Mensch. Bin ich nicht aus Fleisch und Blut? Schlagen meine 10 Herzen nicht? Wenn man mich schneidet, entströmt mir der Lebenssaft der Finsternis. Du hast keine Chance gegen uns! Von Alma ist ungesund. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich weiß einfach, dass du es denkst. Schnell! Nur ein Tupfer und... Ups, die ganze Flasche verbraucht. Und, naja. Es hat geklappt! Sie sieht gar nicht so übel aus. Für eine Koboldin. Also, wie schenke ich diesem Wicht eine poetische Zunge? Geh zum Friedhof der verlorenen Baden! Sei vorsichtig. Du gehst zu einem Ort, wo Dutzende Baden während eines Poesiewettbewerbs starben. Der Legende nach können sie schreckliche, den Geist vernichtende, dunkle Magie wirken. Bekannt als Prosa-Dichtung. Je mehr Würfel, desto besser die Bäuche.
weglaufen! Die Untoten warten! Sammle ihre magischen Zungen! Sie enthalten die poetische Essenz, die wir brauchen! Ich kann keine Zauber mehr wirken. Der Sturm steigt auf. Ein Festmahl für die Würmer. Du hast es geschafft. Kehrst du mir zurück? Dann machen wir aus dieser ungewöhnlich attraktiven, gepunkteten Koboldin eine Wächterin. Sagtest du attraktiv? Was? Nein. Ich meine... Goldin, sei nicht so voreingenommen. Die poetische Essenz. Ja, ja. Die Tat ist vollbracht. Aber ist unsere Koboldin der Aufgabe gewachsen? Nun... Ich werde diese poetische Essenz einfach so in die Wasserversorgung einführen. Du, Lornesh, hast du mir etwas zu sagen? Auch wenn ich ein Tölpel bin, raubt deine Schönheit mir den Sinn. Ich hoffe, du erhörst mich bald, denn ohne dich ist mein Herz so kalt. Was? Nein, komm schon. Das ist... Oh Mann, du bist albern. Meine Güte. Oh, richtig. Hol Alma her, ja? Also, was hattest du gerade gesagt? Einst habe ich einen wilden Eber erschlagen. Für dich würde ich das wieder wagen. Es ist verrückt. Du bist verrückt. Meine Koboldlenden werden feucht wie Tau. Was? Oh, du bist das. Immer noch mittellos? Ich habe eine gepunktete Kobolddichterin für dich. Was? Wirklich? Das muss ich sehen. Ich bin niemand, der Felder bestellt. Doch ihre Augen sind nicht von dieser Welt. Sie schuftet wie ein Tier. Wie gern wäre ich nur bei ihr. Ich will verdammt sein. Sie hat es wirklich getan. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, wie hast du das gemacht? Dafür muss man doch sicher, schlauer sein, als ich Armen zutrauen würde. Erzählst du es mir? Bei einem Getränk? Was? Oh nein, danke. Kein Interesse. Ich habe mich mit Glornesh hier verlobt. Mit der Koboldin? Sie ist stärker als du und sieht doppelt so gut aus. Geh und brau dir einen Liebestrank, um dir deinen eigenen Kobold zu fangen. Was? Du, was? Es? Weißt du, wer ich... Was ich... Kannst du mir vielleicht kurz dein Ohr leihen? Ich weiß, es mag dir seltsam vorkommen, aber die Alchemistin war nicht die richtige für mich. Glornesh hier sieht in meine Seele. Wir sind füreinander bestimmt. Und das verdanke ich nur dir. Es gibt kein größeres Geschenk als die Liebe. Aber vielleicht beruhigt das dein wanderndes Herz trotzdem. Danke. Wurde ich verhext? Oder ist das Magie? Ich hoffe, unser gemeinsames Leben endet nie. Glornesh, möchtest du mein Schlafzimmer sehen? Ich dachte schon, du fragst nie. Held von Prachthof,
für die erwiesene Tapferkeit ernennt dich Ihre Majestät, Königin Arschgaul, feierlich zum Ritter des Reiches. Knie für den Ritterschlag! Nicht so schnell, Neuling. Das ist jetzt meine Welt. Ich bestimme meine Geschichte jetzt selbst. Die Zeit eurer Herrin ist vorbei. Und bald folgt ihre ganze Welt.